Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal irgendwie aus einem bisschen anderen Winkel, aber ich hatte irgendwie Bock auf so ein, also auf nicht mein Lichtring, weil ich meine Brille trage. Es ist Sehstärke, also das ist nicht nur um fancy auszusehen, sondern weil ich sie brauche. Beginnen wir mal mit dem Video. Ich dachte, ich hatte mal wieder Bock auf, ja genau, das war eine sehr schlau, mich hier immer rumzudrehen. Ich hatte mal wieder Bock auf Dinge, die ich gelernt habe, Video, das habe ich schon mal vor 2 Jahren gedreht. Das haben auch sehr, sehr viele YouTuber gedreht. Ich bin gerade ein bisschen in so einem besinnlichen Moment. Da dachte ich mir, ich bin jetzt 22 geworden. Ich werde euch sagen, was ich in meinen 22 Jahren gelernt habe. Und zwar 22 Dinge und ich wünsche euch Spaß dabei. Meiner Meinung nach gibt es auf unserer Welt viel zu viele dumme und unfassbar ignorante Menschen. Liebe Grüße an euch. Lasst euch nicht vom ersten Eindruck täuschen. Manche Leute sind halt erst auf den zweiten Blick cool. Oder eben auch nicht. Damit will ich sagen, man sollte jedem die Chance geben, sich zu beweisen. Ich finde vor allem heute, in der heutigen Zeit, durch Social Media und so, nehmen wir mal YouTube. Ich verfolge so viele YouTuber und wenn ich die Leute dann auf Events treffe, habe ich immer das Gefühl, ich kenne sie schon. Aber ich kenne ja nur das, was sie auf YouTube präsentieren. Das heißt, wenn ich nicht mag, was sie auf YouTube präsentieren, gehe ich mit einem Vorurteil an die erste Begegnung ran. Und ich hasse das. Und ich habe einfach gemerkt, dass manche Leute einfach komplett anders sind. Manchmal positiv, manchmal aber auch negativ. Aber trotzdem sollte man einfach ohne Vorurteil an die Leute rangehen. Das heißt, nur weil du weißt, dass jemand Erfolg hat mit dem, was er auf YouTube macht oder mit den Followern, die er auf Instagram hat oder was weiß ich, muss die Person in Real Life nicht cool sein. Das heißt, du musst sie nicht mögen. Es ist okay, wenn du diese Person nicht magst. Andersrum ist es aber genauso gut, wenn du jemanden überhaupt nicht auf YouTube feierst und er dann aber in Real Life mega korrekt zu dir ist, dann ist es okay, dass du ihn dann doch cool findest. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, wir sollten jedem die Chance geben, sich zu beweisen und nicht zu schnell urteilen. Und deswegen mag ich zum Beispiel auch nicht YouTuber, deren Content nur daraus besteht, andere Leute in den Dreck zu ziehen. Ich finde auf jeden Fall, wir sollten uns allen eine Chance geben. Und jetzt nicht so viel in Schubladen stecken und so. Und wenn ihr mich in eine Schublade steckt, dann bitte in die mit der Schokolade, gell? Die Leute, die am meisten rumpushen, also so immer sagen, ich mache das und das und das kann ich voll gut und ich studiere übrigens gerade das und das und deswegen kann ich dir das und das sagen und was weiß ich. Also so Leute, die immer so pushen, die sind vielleicht gar nicht so selbstbewusst. Und ich finde immer genau das ist so ein Kriterium dafür. Leute, die immer betonen, dass sie etwas besonders gut können, die können es vielleicht gar nicht so gut. Oder die setzen sich auf jeden Fall, die müssen sich das halt selber einreden, um es zu glauben. Und ach, ich hoffe, man versteht überhaupt, was ich sagen will. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Leute, die immer irgendwie was mit Beweisen unterlegen, obwohl du gar nicht danach fragst. Ich würde nicht sagen, dass die immer lügen, aber die dichten wahrscheinlich was dazu. Oder tun so, als wären sie damit safer, als sie sind. Das ist ja nur das, was ich in 22 Jahren gelernt habe, ne? Muss ja keiner verstehen. Gehirn macht sexy. Einfach klipp und klar, Intelligenz. Intelligente Aussagen, wenn du deinen Mund aufmachst und da was Gutes rauskommt und kein Scheiß. Sexy. Wenn du gut aussiehst, aber wirklich ein sehr, sehr dummer, ignoranter Mensch bist, dann kann es deine Optik sehr weit runterziehen. Das gilt bei Typen, die Mädchen ansprechen, genauso wie bei Mädchen, die Jungs ansprechen, genauso wie bei Freundschaften, genauso wie bei neue Leute kennenlernen. Genauso habe ich es andersrum halt erlebt, dass es ein Mädchen in meiner Schule gab damals, die ich nicht so cool fand, aber alle Jungs haben auf die gestanden, wirklich. Jeder, den ich kannte. Ich dachte mir so, so schön sieht sie doch gar nicht aus. Dann rede ich eine Sekunde mit der, wirklich. Also es war wirklich so, ich war schockverliebt. Also ich war nicht in sie verliebt, aber sie war auf einmal mein Vorbild. Ich dachte so, ich will so sein wie sie. Ich habe ihr Sachen nachgemacht. Ich habe Posts von ihr nachgemacht. Also da war ich 15. Ich habe mir ihre gleichen Hosen gekauft. Also so, sie war auf einmal mein Vorbild. Und ich habe sie immer angeguckt und ich war irgendwie so wütend auf sie, weil sie so cool war. Und dann habe ich, also da war das erste Mal, wo ich so richtig gemerkt habe, was Charakter eigentlich mit einem machen kann, dass ich auf einmal doch cool fand, wie sie aussah und mir ihre Sachen nachgekauft habe. Versteht ihr das? Mann, ich frage die ganze Zeit, ob ihr es versteht. Ich setze das jetzt einfach voraus, okay? Ihr versteht mich jetzt. Eine weitere Sache, die ich sogar letztes Wochenende auf der Glow gemerkt habe. Es ist cooler, der zu sein, der jemanden angelächelt hat, als der, der nicht zurückgelächelt hat. Und damit meine ich, um das nochmal aufzugreifen, durch Social Media kennt man sich irgendwie. Also ich denke, mich kennen viele und ich kenne halt auch viele, weil ich in dieser Welt lebe, arbeite, ich konsumiere das extrem und ich habe von jedem bestimmt schon mal ein bisschen was gehört, auch wenn ich manchmal so tue, als würde ich es nicht wissen und das hasse ich an mir. Aber so ist man halt irgendwie manchmal. Dann passiert es mir halt manchmal, dass ich nicht genau weiß, was ich sagen soll, weil ich will ja auch irgendwie nicht weird drüber kommen. Und dann laufe ich manchmal an den Leuten vorbei und lächle einfach nur. Und manchmal passiert es dann halt, dass die Leute einen nicht zurücklächeln, weil die entweder nicht wissen, wer du bist oder du bist für sie unwichtig oder keine Ahnung oder sie haben dich einfach nicht gesehen. Aber in dem Moment kam ich mir manchmal in der Vergangenheit
mega dumm vor, so als würde ich mich bei denen einschleimen, aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht, aber irgendwie dadurch, dass kein Lächeln zurückkam, gab es mir ein schlechtes Gefühl, aber das muss es halt einfach gar nicht. Und das habe ich gemerkt, es ist halt immerhin besser, der zu sein, der gelächelt hat, als der, der nicht zurückgelächelt hat. Eine Sache, die ich, ich würde sagen, hart auf hart gelernt habe. Die Bremse in einem Automatikauto befindet sich in der Mitte. Das Gas befindet sich rechts. So viel dazu, mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Ich glaube, die meisten wissen Bescheid. Mir ist aufgefallen, dass noch viel zu viele Leute darauf Wert legen, ob sie gemocht werden und sich teilweise dafür einschränken. Ich merke das auch bei YouTubern, dass die Content produzieren, wo die wissen, dass die Abonnenten es mögen werden, aber selber gar keinen Bock darauf haben. Und ich bin irgendwie unfassbar froh, dass ich eine Community habe, wo ich irgendwie alles machen kann, worauf ich Bock habe und es akzeptiert wird. Also danke an euch, ihr seid wirklich krass. Ich finde, man sollte halt, wie gesagt, in allererster Linie sich fragen, magst du dich denn? Also magst du das, was du gerade tust, dann ist doch alles super. Es sei denn, du verletzt damit jemanden. Aber wenn du keinen verletzt, also man sollte sich als allererstes immer fragen, magst du, wie du gerade bist? Ich finde, nichts war eine Zeitverschwendung, solange man was daraus gelernt hat, beziehungsweise man lernt aus allem. Ich werde voll oft gefragt, bereust du irgendwas in deiner Vergangenheit oder was weiß ich, aber ich würde sagen, nein. Also klar habe ich Scheiße gebaut, ich habe viel Scheiße gebaut, ich habe sehr viel Scheiße gebaut. Aber alles hatte irgendwie einen Sinn. Also selbst wenn der Sinn ist, dass ich weiß, dass ich das jetzt bitte nie wieder machen werde. Man lernt ja manchmal einfach aus den Resultaten, die ein Fehler projiziert, also auf einen so. Man kann es nicht jedem recht machen. Auch eine Sache, die ich, dadurch, dass ich jetzt YouTube mache und meinen Tisch, ja, den präsentiere ich hier so schön, sucht euch was aus meiner kleinen Minibar. Okay, es sieht gerade gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Da liegt auf jeden Fall sehr viel Süßigkeit. Du kannst es nicht eben recht machen. Nein sagen ist manchmal gar nicht so schlimm. Ich weiß, ich habe in meinem damaligen 20 Sachen, die ich mit 20 gelernt habe, gesagt, ich muss lernen, öfter Ja zu sagen. Jetzt muss ich öfter lernen, Nein zu sagen. Und ich habe gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist. Ich war immer jemand, ich habe alles zugesagt, weil ich einfach so Angst hatte, abzusagen. Und manchmal habe ich mir Notlügen ausgedacht, weil ich dann gemerkt habe, ich schaffe gar nicht alles, was ich zugesagt habe. Und man hat manchmal, also ich hatte manchmal diesen Druck irgendwie, konnte nicht Nein sagen, aber man fährt damit einfach viel besser, einfach ehrlich zu sein, einfach zu sagen, nein, ich habe keine Lust oder nein, ich kann einfach nicht, anstatt sich selber so den Terminplan zuzuquetschen und zu viel machen zu wollen oder Sachen machen zu wollen, die einem einfach vielleicht gar nicht Spaß machen, nur um sie zu machen. Dann, weil die andere Person hat es einem ja angeboten. Nein zu sagen ist komplett okay und auch total wichtig für einen selbst. Schäm dich nie dafür, ehrlich zu sein. Das ist auch noch so eine Sache, die auch irgendwie damit zusammenhängt, aber auch irgendwie ein bisschen anders ist. Ich hatte das in der Vergangenheit sehr, sehr oft, dass ich irgendwie was über mich erzählt habe oder sei es, dass ich gesagt habe, ich liebe es, Butter unter Nutella zu schmieren und alle gesagt haben, ugh. Und dann war es mir auf einmal so unangenehm und habe gesagt, haha, Spaß. Digga, wen willst du hier verarschen? Schämt euch einfach nicht dafür, ehrlich zu sein. So, wer euch nicht so akzeptiert, wie ihr seid, adios. Manchmal ist es besser, einfach nichts zu sagen. Und damit meine ich nicht, wenn jetzt neben dir jemand zusammengeschlagen wird, wegzugucken oder so. Sondern Sachen, die dich nichts angehen, beziehungsweise Sachen, auf die du nicht wirklich einen Einfluss hast oder du irgendwas krass Negatives wie eine Hatewelle oder so ins Laufen und ins Rollen bringen würdest, leben und leben lassen. Also lass, jeder soll sich einfach lassen, solange es nicht zu kritisch wird. Und ich habe in der Vergangenheit auch ein paar Mal den Fehler gemacht, dass ich vielleicht Sachen öffentlich gesagt habe über Leute, die daraufhin vielleicht einen kleinen Hate oder so abbekommen haben, was mir im Endeffekt auch leid tut, weil das nicht meine Absicht war. Ich bin halt jemand, wenn ich Sachen unfair finde, dann reagiere ich sehr, sehr schnell, sehr, sehr temperamentvoll, würde ich sagen. Dann sage ich, oh mein Gott, guck, was die gemacht hat, das ist voll scheiße, das macht man nicht. Ich glaube, ihr wisst alle, huja. Oder? Ich würde es jetzt nicht mehr machen, weil im Endeffekt hat sie niemand damit wehgetan. Wenn die Person, der sie den Spruch geklaut hat, sie verklagen wollen würde, könnte sie es tun. Aber ich finde, manchmal sollte man vielleicht einfach die Leute einfach machen lassen und akzeptieren, dass manche Menschen einfach kacke sind. Aber man muss es vielleicht nicht immer betonen. Mach es einfach selber besser. Es ist viel cooler, selber gut zu sein, ohne andere dabei in den Dreck zu ziehen. Ich habe gemerkt, manchmal tut es gut, sein Handy auszuschalten. Ich hatte ja dieses unfreiwillige Selbstexperiment. 3 Tage ohne Handy oder 5 Tage ohne Handy, ich weiß gerade gar nicht. Am Anfang dachte ich mir so, scheiße, ich arbeite im Internet, ich habe Social Media und ich kann da gar nicht rausgehen, ohne bei Social Media zu sein. Aber es war schön. Es war schön, rauszugehen, ohne das Handy in der Hand zu haben. Musik zu hören hat mir ein bisschen gefehlt, aber nicht immer seine Mails zu checken, nicht immer seine Nachrichten zu checken, nicht erreichbar zu sein. Das tut einfach manchmal ganz gut und ich hoffe, ich kann das ein bisschen beibehalten. Kann ich eh nicht, aber es ist schade. Ich hoffe, ich erinnere mich einfach an dieses Gefühl, mal lost zu sein und mal nicht... Klar kann man seine Mails auch am PC checken, aber halt
wenn man rausgeht, draußen zu sein und sich darauf zu konzentrieren und nicht immer auf dem Handy. Früher hieß es an Hans Kuck in die Luft, weil man irgendwie einen Tag geträumt hat. Heutzutage wäre das sogar eigentlich ein Phänomen, weil alle gucken runter. Traurig irgendwie. Ich habe gemerkt, ich passe in sehr viele Welten an sich nicht so rein, aber ich kann so tun. Und das hört sich irgendwie negativ an, aber ist es eigentlich gar nicht. Weil sich anzupassen an manche Freundeskreise oder an manche Gruppen ist gar nicht so schlimm, solange du nicht versuchst, krampfhaft dann auch so zu werden. Ich meine, in der Schule gibt es ja auch immer so Klicken. Und es ist gar nicht so schlimm, wenn du mit Leuten chillst, mit denen du nicht so 100% kannst oder mit denen du ein bisschen Differenzen hast, sofern du halt reale Leute im Leben hast, die dich immer wieder zurückholen und mit denen du wirklich so bist und alles mit denen reden kannst und was weiß ich. Aber ich glaube, mal ist so Abwechslung ganz gut und sofern du dich ein bisschen daran anpassen kannst, kann es auch Spaß machen. Ich glaube, das hilft einem so ein bisschen über sich selber hinaus zu wachsen. Zum Beispiel, ich liebe Beauty und ich liebe mich zu schminken und so, aber so Beauty-Events, da fühle ich mich irgendwie immer ein bisschen fehl am Platz. Und ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil da keine einzigen Jungs sind, gefühlt. Und ich einfach mit Jungs viel besser klarkomme als mit Mädchen. Ich weiß nicht, ich tue mich da irgendwie schwer. Ich denke immer, alle Mädchen hassen mich, warum auch immer. Ich schweife übertrieben ab, aber ja. Rennt Leuten nicht ewig hinterher. Das ist eine Sache, die muss man sich einfach für sein Leben merken. Die Leute, die euch in eurem Leben haben wollen, die holen sich euch auch. Also die Leute, die euch haben wollen, die werden sich auch bei euch melden. Und die werden euch das auch zeigen. Und die Leute, die es euch eben nicht zeigen, scheißt auf die. Und selbst wenn es heißt, einmal im Jahr Hallo schreiben, dann denkt die Person an euch. Aber Leute, wo ihr immer die einzigen seid, die geben und geben und geben, die sind es am Ende nicht wert. Und das muss man manchmal auf die harte Tour lernen, aber ich hoffe, jeder von euch lernt das irgendwann. Das geht in der Liebe so, mit Freunden, vielleicht auch mit Familienmitgliedern, die einen irgendwie nicht als Familienmitglied ansehen. Sowas gibt es leider ja auch. Aber wenn die Personen sich nie bei euch melden, dann scheißt auf sie. Ihr seid auf jeden Fall mehr wert. Womit wir auch beim nächsten Punkt wären: Nicht jede Person, die du in deinem Leben verlierst, ist auch wirklich ein Verlust. Was du denkst, kontrolliert dein Leben. Also Gedanken machen so krass viel aus. Wenn du denkst, dass das alles scheiße ist, dann kannst du auch in dem Moment, glaube ich, dich über nichts freuen. Aber wenn du immer versuchst, aus irgendwas was Positives zu machen, ich weiß, manchmal geht es nicht so leicht, aber wenn du so eine positive Grundeinstellung hast, dann wird auch alles irgendwann positiv. Ich glaube so krass daran, dass Gedanken so viel verändern können. Alles ist irgendwie so eine Sache vom Kopf. Was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, ist: Hasse nicht die Dinge, die du nicht verstehst. Ich glaube, Leute neigen, also mir fällt das so oft auf, dass Leute mit so einem Halbwissen irgendwas argumentieren, irgendwelche Aussagen, die negativ gegen irgendwas eingestellt sind, wo ich mir dann nur so denke, Digga, du hast doch gar keine Ahnung, halt deinen Mund und lass das und das und das Thema einfach in Ruhe so. Du hast dich damit gar nicht befasst, was urteilst du jetzt darüber? Wenn ihr nicht wisst, warum das Mädchen in der Klasse immer nichts sagt und immer fettige Haare hat, mobbt sie nicht, sondern hinterfragt das. Warum ist es so? Warum hat die immer fettige Haare? Warum ist sie immer so still? Warum kommt sie nie zu irgendwelchen Treffen? Hinterfragt es, vielleicht geht es ihr schlecht, vielleicht hat sie ein Problem, wenn ihr irgendwelche religiösen Ansichten nicht versteht. Also sowas ist mir zum Beispiel auch krass wichtig, aber ich versuche mich da immer so ein bisschen zurückzuhalten, weil das ein sehr kritisches Thema ist. Aber warum ist es denn so kritisch? Weil so viele Leute urteilen, die sich damit nicht befassen und irgendwie alles nur scheiße finden, weil sie es irgendwo gehört haben, wie irgendwas abläuft, aber sich nicht richtig informieren. Sowas macht mich einfach unfassbar traurig. Was eigentlich selbstverständlich sein soll, aber es irgendwie leider nicht ist und ich auch schon sehr oft an mir selber gemerkt habe: Man sollte Leute zu schätzen wissen, die gut zu einem sind. Vor allem ihnen auch zeigen, dass man sie schätzt. Ich glaube, entweder bin ich alt geworden oder man muss einfach gar nicht jeden Freitag und Samstag feiern gehen und Alkohol trinken. Irgendwann werden wir einfach nur noch eine Erinnerung sein, wahrscheinlich. Und dann sollte man eigentlich daran arbeiten, eine gute Erinnerung zu sein. Und nicht irgendwas, wo man sich so denkt, puh, die war aber immer anstrengend oder puh, die war aber immer so eine kleine Lester Queen. Versucht einfach immer so ein bisschen der Mensch zu sein, den ihr gerne selber treffen würdet. Und ich weiß, das klingt dümmer als getan. Und ich bin immer noch nach jedem Event, wirklich nach jedem Event, Leute, sitze ich da und denke mir so, warum hast du nicht mit der und der Person geredet? Du feierst die doch voll. Weil ich keine Eier habe. Aber ich lerne das und ich bin noch dabei. Und vielleicht werde ich nächstes Jahr neue Fakten aufziehen, die ich dazu gelernt habe. Auf jeden Fall glaube ich, dass es der erste Schritt ist, den ich gemacht habe, dass ich das über mich weiß, also dass ich gelernt habe, dass ich so bin, dass ich mich nach jedem Event immer denke, Mann, Digga, mach das jetzt einfach. Ich wurde gefragt, ob ich zum Panel-Talk will und ich dachte mir so, scheiße, ich traue mich das eigentlich nicht, aber ich mache das jetzt. Und ich glaube, man arbeitet einfach immer weiter an sich, bis man irgendwann der Mensch ist, der man gerne sein will. Ich hoffe, ich kann das irgendwann auch von mir behaupten. In diesem Sinne, Leute,
hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal in die Infobox, in die Kommentare schreiben, mit was für einem Fakt ihr euch identifizieren könnt. Was für Dinge ihr in eurem Leben über euch gelernt habt. Das müssen jetzt nicht 22 sein, aber halt, vielleicht hilft mir das ja auch ein bisschen nochmal mehr über mein eigenes Leben nachzudenken. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wir sind jetzt fast 400.000. Voll geil. Aber dazu kommt noch irgendwann mehr. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.